Es ist ungemütlich beim HSV. Nach dem 0:3-Debakel gegen Schalke bläst auch Trainer Bert van Marwijk ein eisiger Wind ins Gesicht. Die Empörung bei den Anhängern wächst. Denn statt danach intensiv zu trainieren, gab van Marwijk der Mannschaft frei. Schon Thorsten Fink hatte für eine solche Maßnahme reichlich Ohrfeigen bekommen. Den Vorwurf der Faulheit will van Marwijk aber nicht auf sich sitzen lassen. Denn wir können trainieren, was wir wollen. Wir können 10-mal am Tag trainieren. Wir können laufen in die Berge. Wir haben unglaublich viel trainiert auf Sicherheit, auf Passen, auf Taktik, auf wie man steht, wie man laufen muss. Im Umfeld verliert der Trainer mehr und mehr an Kredit. Der van Marwijk-Effekt jedenfalls scheint bereits verpufft. Sportchef Kreuzer stellt sich allerdings demonstrativ hinter den Niederländer. Ich bin von dem Trainer absolut überzeugt. Das ist das Entscheidende. Ich bin von dem Trainer Bert van Marwijk, wie er die Dinge angeht, wie er mit der Mannschaft arbeitet, bin ich total überzeugt. Auch wenn er 2 Tage nach Holland fährt. Aber natürlich. Die Lage beim HSV ist prekär. Relegationsplatz, blutleere Auftritte. Der Trainer sieht die Probleme in der Mentalität. Alles ist hier ein bisschen eingeschlafen, die letzte Zeit. Und alle müssen wieder wach werden. Und die Ersten, die wach werden müssen, das sind die Spieler. Wichtig ist jetzt einfach, dass wir den Ernst der Lage erkannt haben. Ganz klar. Und dass wir in Hoffenheim ein Resultat erzielen, das uns hilft. Unabhängig, ob die Mannschaft jetzt wunderschönen Fußball spielt, ob wir da Traumfußball zelebrieren, das interessiert nicht. Wir müssen jetzt schauen, dass wir 16-mal resultatsbezogen Fußball spielen, dass wir Ergebnisse einfahren und alles andere ist weiter. Verkrampft sucht man beim Bundesliga-Dino nach Lösungsansätzen. Bedenklich, van Marwijk bekommt die Baustellen nicht in den Griff. Eine weitere Niederlage in Hoffenheim und die Situation in Hamburg würde sich zuspitzen.